Herzlich willkommen zum neuen Video auf meinem YouTube-Kanal. In diesem Video wird es um mein Brust-Trizeps-Training gehen heute, Dehnen und mein Posing. Und somit wünsche ich euch viel Spaß mit dem Video. Ich werde euch heute beim Brust- und Trizeps-Training jeweils einen Satz je Übung abfilmen. Für mich während dem Training gibt es 15 Gramm EAAs mit 1 Gramm Salz und immer warmes Wasser. Das Monster, was ich euch sonst so zeige, gibt es nur dann, wenn ich einen reinen Pump-Booster ohne Stimulantien vorher getrunken habe. Da ich heute von Garnicus den Galinicus hatte und dort Koffein schon drinnen ist, gibt es heute kein Monster. Und wie gesagt, eben nur 15 Gramm EAAs mit 1 Gramm Salz und warmes Wasser. Somit starten wir jetzt mit dem Training und nochmal viel Spaß mit dem Video und gleich mal zu Beginn. Wenn euch das Video gefallen hat, dann liken, kommentieren, alles nur für den Algorithmus, damit ich etwas weiter nach vorn komme. Und wie jedes Mal, die ganzen Videos, die ich so auf YouTube und auf Instagram hochstelle, sind rein für mich, für Übungszwecke und für meine weitere berufliche Laufbahn gedacht. Und ja, alles für die Zukunft. In den Satzpausen vom Bankdrücken, also Flachbank und Schrägbankdrücken in der Maschine, immer Schritte sammeln. Warum ich jetzt mein Training umgestellt habe diesbezüglich, also zuerst die drückenden Übungen und dann die fliegenden, ist das, dass mir von Seiten der Judges und vom Fabian auch mitgeteilt wurde, dass ich die Höhe in meiner Brust nachholen darf bzw. soll und deshalb jetzt die Umstellung und danach dann fliegend wie immer mit Trizeps im Supersatz. Und ja, warum oder weshalb ich zuerst oder bis jetzt immer mit den fliegenden Übungen begonnen habe, ist einfach der Grund, um das Verletzungsrisiko zu minimieren, da einfach zu viel Kraft oder zu viel Gewicht eben verwendet wird beim Bankdrücken. Und ja, das ist eben der Grund. Und jetzt, weil es halt so gemacht werden soll, um eben das Ganze nachzuholen und eben noch einen besseren klassischen Look, was ja aufgrund von meiner Linie etwas schwieriger ist, aber man arbeitet ja daran,
Ist jetzt der Grund, zuerst die drückenden Übungen, dann die fliegenden im Supersatz und ja, weiter geht's. Thank you.
Das war's dann für heute. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Dann bitte liken, kommentieren, teilen, genauso wie es die anderen alle machen, beziehungsweise immer darum bitten. Und somit wünsche ich euch noch einen schönen Tag und verfolgt mich und meinen Prozess bis zum 28.04. zur NPC Regional Austria. Ciao.